Servus, heute zeige ich euch mal den Tipp Fischbeizen und zwar für Weihnachten und zwar mit rote Beete. Dafür brauchen wir geriebene rote Beete, dann haben wir hier einen Mörser, wo wir unsere gerösteten Gewürze eben auch mörsern können. Wir haben hier Meersalz einmal, dann haben wir hier Zucker zu gleichen Teilen, also ich habe jetzt 50 Gramm Zucker, 50 Gramm Salz. Wir haben hier Pfefferkörner und Senfsaat, kommt hier rein, Pimentkörner und Wacholder und ein bisschen Chiliflakes oder Chiliflocken und Koriandersaat. Das wird im Mörser jetzt einfach richtig schön gemörsert, das Ganze, dass die Gewürze eben aufbrechen und dann eben das ätherische Öl rauskommt. Wir haben hier die geriebenen rote Beete, die machen wir dazu. Und ein bisschen Orangensaft auch. Das Ganze wird jetzt vermischt. Dann hat man eben so eine Nassbeize, nennt sich das auch. Hier haben wir unser Lachsforellenfilet. Ihr könnt auch Lachs nehmen, also das ist, wer möchte, wie gesagt, nach eigenem Geschmack. Dann kommt diese Masse hier drauf. Wird schön verteilt. Und das Ganze einfach in den Kühlschrank stellen für 24 Stunden circa und dann später, wenn ihr dann rausholt am Tag danach, einfach die Beize abwaschen und dann könnt ihr auch schon aufschneiden. Ich habe da mal was vorbereitet, der dann eben so aussieht, wenn er dann eben durchgebeizt ist und diese rote Farbe geht dann eben so marmoriert in den Fisch über. Wir schneiden auch mal ein paar Scheiben runter, damit ihr das seht und sieht auch mal auf dem Teller bisschen anders aus und vor allem, ihr habt euren selbstgemachten Gravettlachs gebeizt und der ist frisch, aber halt rot. Viel Spaß beim Nachmachen.